Die 9. Folge von Let's Dance drehte sich um den Magic-Moment der Kandidaten. Dabei wurde vor allem Jens Knossalla ganz emotional. Am Freitagabend tanzten die Kandidaten bei Let's Dance ihren Magic-Moment. Den widmete Jens Knossi Knossalla seiner Mama. Mein Magic-Moment beschreibt die Beziehung und die Bindung zu meiner Mutter, dass das Band zwischen Kind und Mutter einfach das wertvollste und stärkste Band ist, das es gibt, sagte der Entertainer vor seiner Performance. Meine Mutter bedeutet mir alles. Meine Mutter ist der Baum, ich bin der kleine Stock. Knossi ist sich sicher, ohne seine Mutter wäre er heute nicht so erfolgreich. Dank ihr habe er sich kreativ entfalten können. Sie war es auch, die den Internetstar bei Let's Dance tanzen sehen wollte. Ich tanzte heute nur für dich. Am Freitagabend erlebte sie ihren Sohn dann hautnah auf der Tanzfläche. Denn als Patrick Linke die berühmte Let's Dance-Stimme aus dem Off, Knossi und seine Tanzpartnerin Isabel Erdvardsson ankündigte, wurde er von dem 36-Jährigen unterbrochen. Sekunde, eine Sekunde, sagte er ins Mikro und lief über das Tanzparkett auf seine Mutter zu. Mama, es fällt mir so schwer. Du bist dafür verantwortlich, dass ich hier mitmache. Du hast es dir so gewünscht, schluchzte er ins Mikrofon. Komm mit, forderte er seine Mutter auf. Ich tanzte heute nur für dich. Ich habe nicht die besten Voraussetzungen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Tänzer bin, aber ich tanze mit Isabel für dich. Das kommt von Herzen. Seine Mutter platzierte Knossi auf einem Stuhl auf der Tanzfläche, dann schwebte er mit Isabel Edvardsson zu Juraj's Meetup von Westlife über das Parkett. Im Anschluss nahm er seine Mutter in den Arm. Sharon Battiste ist raus. Für seine Performance bekam der YouTuber 26 Punkte, so viele Punkte wie noch nie. Dennoch musste Knossi am Ende der 9. Folge zittern. Rausgewählt wurde jedoch ein anderer Promi, Sharon Battiste. Somit sich jetzt nur noch 5 Stars im Rennen. Neben Knossi auch Julia Beautix, Anna Ermakova, Philipp Boy und Timon Krause. Wer Dancing Star 2023 wird, entscheidet sich in wenigen Wochen. Das große Finale von Let's Dance findet am 19. Mai statt.